So, hallihallo, herzlich willkommen. Nächste Folge Stardew Valley. Wir werden heute nochmal nach dem Lava-Aal suchen gehen, liebe Leute, nur dass ihr schon mal wisst. Ich habe ziemlich Bock drauf, den zu finden. Mal schauen, wie uns das gelingen wird, aber davor haben wir hier auf der Farm wieder einiges zu tun. Wir hatten wieder Gewitter, das heißt, wir haben wieder Batterien, wie man gesehen hat, und ich habe auch schon gut Inventar voll noch mit dem Schrott vom Angeln gestern. Das muss auf jeden Fall noch in die Lagerhalle hier, in die Recycler gepackt werden. Und dann muss ich noch einen Haufen anderes Zeug wegpacken, bevor wir erstmal richtig loslegen können. So, bin ich wieder maximal verwirrt. Hier muss ich hin mit dem Jade. Schöne Sache. Die uralte Frucht, der eine Wein, der wird verkauft. Die anderen 50 landen im Keller. So, dann schaue ich mal, was ich hier schon mal in die Recycler schmeiße. Ich weiß gar nicht mehr genau, was man da alles rauskriegt. Ich werde das Zeug jetzt mal irgendwo zwischenlagern, den Schrott für in die Recycler. Einfach mal hier rein. Zack. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal zu den Tieren. Das nehmen wir schon mal raus für nachher. Zack. Die Störleich. Ja, wenn es dann gut läuft, haben wir irgendwann dann den Aalleich oder wie auch immer der heißt. Der auf jeden Fall mehr wert ist anscheinend. Also verarbeitet weiß ich nicht genau, wie viel wert oder Mehrwert. Das habe ich im letzten Video, habe ich mich da ein bisschen falsch ausgedrückt. Also ich habe mich drüber schlau gemacht, dass er irgendwie in der Grundsumme, glaube ich, ein Tausender Mehrwert, nee, ähnlich, anstatt 700 ist er irgendwas mit 1000 oder so wert. Dieser Aalleich oder so. Ich weiß nur nicht, wie es verarbeitet ist. Ob er da auch so drüber schießen wird über den normalen Kaviar oder nicht. Das wird sich zeigen. Ja, wie gesagt, wird sich zeigen, wenn es soweit ist. Wir werden auf jeden Fall versuchen, diesen Lava-Aal heute zu kriegen. Vielleicht klappt's ja. Da werden wir dann auch gleich wieder losgehen, wenn ich hier fertig bin. Geht ja eigentlich jetzt alles nicht mehr ganz so lange, seit ich diese ganzen Autogreifer hier habe und seit ich weiß, dass man die auch im Hühnerstall einsetzen kann, weil das war davor für mich gar keine Option, weil es nicht im Text drin stand. Ja. Ups. Die will ich behalten. Zack. Schön. Ja, dann gehen wir jetzt hier rüber. Gucken, dass da niemand flüchtet. Stehen hier alle so am Eingang rum, als wollen sie alle raus. Also noch weiter raus. Ist schon wie normal raus. Die haben hier auch fast kein Gras mehr, außer da hinten. Ist alles weggefuttert oder was? Was ist denn mit denen los? Die sind ja richtig heavy am Futtern. Da ist sogar noch eine Kuh im Stall. Ja, ein bisschen nette. Ja, die allerliebste. Ja, jetzt wo es sich beschwert, ist sie nicht mehr die allerliebste. So. Doch, natürlich. Ich habe alle meine Tiere gern. So, wisst ihr Bescheid. So, Trüffel, Öl, zack, bumm. Ja, das hätten wir. Den Strauß haben wir auch. Im Straußenstall liegt wahrscheinlich nichts, schätze ich mal. Ei-technisch nein. Das wird wohl noch dauern. Keine Ahnung wie lang, aber wird schon noch Zeit in Anspruch nehmen. Robin ist fertig mit Ausbauen. Das heißt, liebe Leute, wir werden heute noch was anderes machen. Es liegt aber eh so gut wie auf dem Weg. Ich muss auch echt irgendwann diese Dinger noch flicken hier auf der Farm. Diese ganzen Löcher im Boden. Aber jetzt gehen wir dann gleich los. Ich muss ja nur noch hier die ganzen Dinger machen. Gewächshaus ist erst gewesen am 7. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. Ich gucke gleich nochmal rein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da drin war. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ja. Das wäre ja sonst wieder typisch für den Kerl. Typisch wäre das. Wir werden auf jeden Fall bei Robin noch vorbeigehen und ich werde mir so einen komischen Holzhäcksler holen oder zwei oder drei oder fünf, keine Ahnung. Da habe ich nämlich einen Kommentar bekommen, ich kann ja mein Hartholz zu Holz schreddern, wenn ich Holzmangel habe, weil Hartholz kann ich jeden Tag ein bisschen was im geheimen Wald unten holen. Das ist eine richtig, richtig geniale Idee eigentlich. Ja gut, hier muss ich heute noch nichts machen. Das ist eigentlich wirklich eine relativ oder richtig, richtig gute Idee. Das werde ich dann wahrscheinlich auch tun, deswegen gehen wir eben zu Robin und ich hole mir ein paar von den Dingern. Ups, ja, das war zu viel. Dann halt doch so, zack.
Das machen wir auf jeden Fall. Und danach geht's Richtung Mine. Dann gucken wir, ob wir heute mehr Glück haben mit dem Lava-Aal. Also wie gesagt, oder wer letzte Folge dabei war, wir hatten ihn dreimal an der Angel. Also ich gehe davon aus, dass das war. Er ist nicht so leicht zu fangen. Eventuell muss ich mal gucken, ob ich noch Matrosenteller. Den kriegt man bei Billy aber, glaube ich, nicht. Wo könnte man den denn kriegen? Weil ich glaube, der Matrosenteller erhöht die Angelwertung oder den Angelskill um plus 3. Also dann hätte ich einen Angelskill von 13. Ob das mehr bringt, weiß ich nicht. Rein theoretisch sollte es ja mehr bringen. Die Frage ist, ob es auch mehr bringt, wenn man über die 10 drüber geht. Das habe ich halt nie getestet. Ich weiß da nicht so genau Bescheid. Ja. Das Einzige, was wir machen können, ist testen, testen, testen und herausfinden. So, Orangengelee, ein Wein. Jetzt hätte ich das Zeug natürlich alles noch dahinter legen sollen, Menschenskinder. Naja, dann machen wir das jetzt anders. Dann gehen wir jetzt schnell mit dem Pferd los. Muss ich auch gerade mal überlegen. Ich habe noch genug Holz und genug Stein, dass ich... Wo habe ich den Zettel? 300 Stein. Dass ich jetzt die letzte Stufe vom Stall dann auch gleich noch in Auftrag gebe, dann ist das bald erledigt. Tut mir leid, dass es gerade so ein bisschen eklig flackert hier. So. Dann geben wir das noch in Auftrag. Dann ist der letzte Stall, da müsste der Stall eigentlich auch auf der letzten Stufe sein. So rum ist richtig. Meine Zunge ist heute wieder schlimm, ich sag's euch. Ja, das machen wir. Es wird immer später und später. Und ich habe gesagt, wir gucken noch nach dem Aal. Wir hätten auch nach dem Lauch gucken sollen, aber dann komme ich heute gar nicht mehr rum. Den Lauch schieben wir jetzt mal einen Tag auf die Seite, dann hat er auch Zeit zum Nachspawnen. Wobei wir rein theoretisch sowieso da oben durchlaufen. Also von dem her, der Wein hätte auch ins Haus gemusst. Ich bin wieder richtig, richtig verpeilt. Es ist traurig, traurig ist das. Das gehört dazu. Wer hier schon öfter dabei war, der weiß Bescheid, es läuft hier immer so. Ja gut, vielleicht nicht ganz so schlimm wie heute, aber es läuft öfter so. So. Aber jetzt haben wir es ja gleich geschafft, jetzt sind wir bei Robin. Und wenn wir eh hier hochgeritten sind, gucken wir trotzdem noch schnell nach dem Lauch, Mensch. So. Und natürlich ist Dienstag, liebe Leute, das... Haben wir ja alle gewusst, was heute ist, ne? Nur ich bin wieder so verpeilt, dass ich es nicht gerallt habe. Dienstag ist der Robby-Kurs. Ja. Eigentlich habe ich es im Kopf, aber wenn man halt nicht da oben rechts in die Ecke guckt, dann kann das auch nichts werden, ne? Ja, so sieht's aus. Schön. Und hier sieht es nicht nach Lauch aus. Aber ist jetzt auch halb so schlimm, wir gehen jetzt nach dem Lava-Aal gucken. Das mit dem Lauch, ich habe noch 20 Tage Zeit. Also von dem her kann ich jetzt schon noch einen Tag opfern oder so. Ich spreche schon davon, als hätte ich das Ding in der Tasche. Ich habe noch nichts in der Tasche, außer Müll wahrscheinlich gleich. Ja, der Lava-Aal ist echt heavy. Ich habe gute Vorbereitung auf die ganzen legendären Fische, die mir noch fehlen. Da habe ich, glaube ich, noch keinen einzigen. Soweit ich weiß. Die ist ja richtig bescheiden, sehe ich gerade diese Cola. Die ist ja richtig, richtig bescheiden. Die heilt ja nichts. Stellt auch so wenig Energie her. Wer trinkt denn sowas? Wer trinkt denn Joja Cola? Geräuschkulisse ist teilweise auch ein bisschen arg heavy, finde ich, in der Mine. Wenn man mal so nur auf den Klang der Mine achtet, ist es schon... Es hat schon fast ein bisschen was Gruseliges, diese Hintergrundmelodie, finde ich. Aber ich finde die auf der Frostebene ist noch schlimmer. Da könnte ich schwören, ich höre immer jemanden im Hintergrund stöhnen oder so, oder schreien oder grunzen oder whatever. Müsst ihr mal drauf achten. Aber nicht, dass ihr jetzt wegen mir nicht mehr in die Mine wollt, ne? Das will ich natürlich auch nicht.
Wir müssen da alle rein, ob wir wollen oder nicht. So, komm jetzt, Fisch. Zeig dich. Ich möchte dich wenigstens einmal an der Angel haben. So nicht. Da holen wir halt wieder einen Haufen Schrott raus heute. Ich weiß, wenn die Recyclingmaschinen. Come on. Ich sag's euch. Was habe ich mir da wieder für eine Aufgabe in den Kopf gesetzt mit diesem Lava-Aal, Mensch? Warum müsst ihr mir denn auch sowas schreiben? Wieso müsst ihr mir schreiben, dass der besser ist wie der Stör? Eigentlich ist es eure Schuld. Aber ja, ich kann nichts dafür. Ich habe es mir in den Kopf gesetzt, weil ich fand die Idee klasse. Genau wie diese Idee eigentlich mit dem Holzhäcksler. Das ist eigentlich auch eine ziemlich geile Idee, aber wenn ich halt nicht darauf achte, dass heute Dienstag ist, dann wird das halt auch nichts. Und was mir gerade aufgefallen ist, ich sollte mal gucken, nicht, dass ich den noch selber bauen kann. Aber ich glaube nicht, ich glaube, den muss man echt kaufen. Irgendetwas an dieser Statue ist verstört. Wo habe ich das denn gelernt? Die müsste ich mal bauen. Ich weiß gar nicht, seit wann kann ich die? Seit wann kann ich die unheimliche Statue bauen? Ich bin verwirrt, Leute. Ich habe keine Ahnung, seit wann ich die bauen kann. Ja. Ist die mal irgendwo ins Inventar gehuscht? Habe ich da irgendwas Spezielles gemacht? Ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß auch nicht, was... Hängt ein Haar an der Kappe, sehe ich gerade. Ich weiß auch nicht, was das Verstörende sein soll an dieser Statue. Vielleicht nur das Aussehen. Ich werde jetzt mal eine bauen. Oh ne, ich baue lieber erstmal keine. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Könnt ihr mir sagen, was passiert, bitte? Es würde mich interessieren. Nicht, dass ich mir damit irgendwas auf der Farm kaputt mache. Ich bin jetzt doch ein bisschen abergläubisch, wenn ich in der Beschreibung steht, dass das Ziel verstörend ist. Dann stelle ich mir die lieber nicht auf die Farm. Ich will nicht wissen, was sonst passiert, Mensch. Nicht, dass da was weiß ich was passiert. Das wäre nicht so toll. Ja, ich glaube, also gestern hatten wir den dreimal an der Angel und heute noch gar nicht. Der will nicht. Der hat keine Lust. Nee, der will echt nicht. Menschenskinder. Gibt's das? Der will nicht. Ich bin jetzt der Müllangler. Ich bin offiziell der Müllangler. Ich sag's euch. Heieiei. Da geht jedes Mal noch ein Köder drauf, ne? Auch für Müll. Oder nicht? Ups. 617. Doch, da geht drauf. Das war sehr gut geworfen. By the way. Sehr elegant. Energie habe ich auch fast keine mehr, Mensch. Ja, das war auch nix. Ja, das kostet mich... Jedes Auswerfen kostet mich einen Köder, ob ich den Müll fange oder nicht. Sehr cool. Aha. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Oh, come on, man. Mehr Fisch. Es ist, dieser Fisch ist so nervig. Hätte ich jetzt am Anfang nicht verhauen. Ich bin wieder davon ausgegangen, dass der gleich nach ganz oben durchschießt. Mensch, ich muss echt besser dran denken, eher zu gucken, was der Fisch macht. Wäre ich von Anfang an auf ihn drauf geblieben, hätten wir, glaube ich, sehr gute Chancen gehabt, den zu kriegen. Das sah nämlich sonst nicht schlecht aus. Der hat sich am Anfang so gut wie gar nicht bewegt. Das wäre optimal gewesen. Ja, man kann nicht alles haben, liebe Leute. Es wäre jetzt auch zu schön gewesen, dass der Erste, der heute beißt, natürlich gleich der ist, der gefangen wird. Das wäre ja ein Träumchen, wäre das gewesen. Ein Träumchen, Mensch. So, alle mal weggucken. Ich muss eine Cola trinken. Ja, das bringt halt fast nichts, aber es ist besser, wie mir jetzt so einen riesigen Teller da reinzudrücken, den ich nicht mehr brauche, bis der Tag rum ist. Ja. Ich weiß auch nicht, wie lange wir es heute probieren sollen. Ich hätte gesagt, ich hau jetzt auf 23 Uhr dann ab, weil ich muss heute ein bisschen früher los.
damit ich morgen mehr Energie habe. Weil wie gesagt, morgen werden wir dann den Stall, also das Stall-Upgrade in Auftrag geben. Das wird jetzt leider nichts, ärgerliche Sache. Morgen geben wir den Stall in Auftrag und holen uns so eine Holzhäckselmaschine. Und... Oh! Willkommen im Club, lieber Lauch. Sehr schön. Stimmt, an der Bushaltestelle habe ich heute noch gar nicht geguckt. Klasse. Ne, wie gesagt, wir geben morgen den Stall in Auftrag, holen uns eine Holzhäckselmaschine, dann suchen wir nach dem Lauch. Ja, und wenn dann noch Zeit ist... Achso, das ist ja gar kein Schrott für da rein, das Joja-Cola-Zeug. Wenn dann noch Zeit ist, liebe Leute, dann werden, dann werden wir morgen... ich habe gerade vergessen, wo ich dran war. Ja, wir suchen nach Lauch und wenn ich dann noch Zeit habe, dann schauen wir mal, ob wir noch mal nach dem Lava-Aal suchen oder ob wir noch mal eine Geschenkerunde machen. Und irgendwann sollte ich eigentlich auch mal wieder auf die Ingwerinsel. Ja, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber jetzt bin ich erstmal im Bett hier. Ich muss auch auf der Farm die Steinplatten noch austauschen, das Aquarium umstellen. Ist wieder einiges an Arbeit, aber jetzt ist erstmal gute Nacht angesagt. Ich muss dann am... Das war auch ein Tipp von euch, der ist ziemlich cool. Anscheinend ist mein Blumenkohl so fertig auf dem Feld, dass ich mir genau pünktlich die Erdbeeren kaufen kann auf dem Volksfest und die dann anpflanzen kann bis Ende Frühling. Werde ich auf jeden Fall machen. Das Wuch und Unkraut hat wieder Schaden angerichtet. Das ist eine sehr tolle Sache. Sehr, sehr toll. Heiliges Blechle. Und wie ihr seht, ich habe endlich auf euch gehört. Ich gieße jetzt meine Kaffeepflanzen anders. Dank euch. Ja. Endlich setzt es ein Iridium-Werkzeug richtig ein, habe ich mal als Kommentar bekommen. Mhm. So schaut's aus, Leute. So. An Tagen wie diesen bin ich wirklich froh über meine robusten Stiefel. Das stimmt, ich auch. Kriege ich einen Knutscher oder nicht? Okay, Knutscher. Gut. Ganz kurz in den Keller den Wein noch da reinschmeißen in die Kiste. Zack. Ordentlicher Vorrat auf jeden Fall. Ist die Frage, ob ich den restlichen Wein da unten im Keller überhaupt brauche oder ob ich den mal verkaufen soll. Den brauche ich ja rein theoretisch nie. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus, liebe Leute. Die Stimme verabschiedet sich auch schon, deswegen verabschiede ich mich jetzt. Danke fürs Zuschauen, danke für euren Support. Es ging leider wieder so gut wie nichts, außer dass wir den Fisch einmal an der Angel hatten und halt auf dem Hof wieder alles gemacht haben, wie immer. Trotzdem danke an euch alle dafür, dass ihr bis hierhin zuschaut oder dafür, dass ihr überhaupt zuschaut. Ne, ihr seid megamäßig geile Menschen, das müsst ihr euch immer merken. Wir hören uns dann im nächsten Video oder vielleicht in einem anderen Video. Bis dahin, geile Zeit, ich bin raus. Ciao, ciao.